möchtest eine Firma kaufen oder verkaufen oder eine Unternehmensbeteiligung eingehen, nun, dann bist du heute hier richtig zum Thema Due Diligence oder korrekt gesagt der Due Diligence Prüfung. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und jedes Jahr kommen zu uns nicht nur hunderte von Menschen, die sich selbstständig machen wollen, sondern die Unternehmen verkaufen wollen oder ein Unternehmen kaufen wollen. Und man weiß da nie so genau, woran man ist, wie viel wert ist das Unternehmen tatsächlich, ist das Unternehmen auch so viel wert, wie der Verkäufer haben will. Und dafür gibt es die sogenannte Due Diligence, korrekt heißt es Prüfung, also eine Sorgfaltspflichtprüfung. Dort wird das gesamte Unternehmen alles unter die Lupe genommen und ich sage dir jetzt, wie das abläuft. Die Due Diligence Prüfung geschieht normalerweise in drei Phasen. Die erste Phase, nun, da wird ein Datenraum angelegt. Und in diesem Datenraum wird alles abgelegt, was die Bewerter, was der Käufer beispielsweise sehen will. In diesem Datenraum, da werden dann alle Unterlagen abgelegt, die relevant sind für die Unternehmensbewertung, für die Prüfung. Dazu gehören alle Gewinn- und Verlustrechnungen, Jahresabschlüsse, Bilanzen, Steuererklärungen, Bescheide. Dazu gehören alle Unterlagen des internen und des externen Rechnungswesens. Wenn du in diesem Datenraum alle Unterlagen inklusive Verträge und alles, was das Unternehmen betrifft, abgelegt ist, nun, dann kommt ein Prüfungsteam zusammen. Meistens ein Steuerberater und oder Wirtschaftsprüfer, ein Rechtsanwalt, Unternehmensberater. Und die gucken sich das alles an und untersuchen diese Unterlagen auf Risiken, auf Schwächen, auf Potenziale, auf Chancen, um dann schließlich alles zusammenzufassen in der dritten Phase zu einem Bewertungsbericht. Wenn nun dieser Datenraum und alle Unterlagen geprüft worden sind, dann wird in der Regel ein Datenraumbericht angefertigt, der auch die Grundlage später ist, einerseits für die Bewertung, sprich also für den Kaufpreis und der natürlich alle Vor- und alle Nachteile des Unternehmens, also alle Risiken für den Käufer abbildet. In der Regel ist es dann auch so, dass nach diesem Datenraumbericht dann auch eine persönliche Besichtigung vorhanden ist, was besonders, wenn natürlich Lagerbestände, Maschinen und Geräte und auch Immobilien vorhanden sind, dass die auch nochmal gesondert geprüft werden. In der Regel aber ist damit dann die Due Diligence am Ende und das Ergebnis ist dann ein ausführlicher Bericht, der dann in die Kaufpreisverhandlungen auch hineingenommen werden kann. Diese Due Diligence Prüfung und auch die Ermittlung des Wertes deines Unternehmens, die komplette Unternehmensbewertung, nun, die kannst du nicht nur machen, wenn du ein Unternehmen kaufen willst, sondern auch, wenn du dein Unternehmen zum Verkauf vorbereiten willst. Denn dann kannst du noch rechtzeitig erkennen, was die Faktoren sind, die bisher deinen Kaufpreis noch niedrig halten und kannst rechtzeitig gegensteuern. Denn eins kannst du sicher sein, wenn der Käufer dein Unternehmen kaufen will, dann wird er auch diese Due Diligence Prüfung machen, dann wird er auch ein Team von Experten zusammenstellen und dann werden die reingehen in das Unternehmen, die werden alles finden, wenn die gut sind. Ein letzter Punkt noch zur Bezahlung. Häufig ist es so, dass die Berater auch am Erfolg beteiligt sind. So nach dem Motto, wird es ein erfolgreicher Deal, dann wird auch mehr bezahlt und kommt der Deal nicht zustande, die Transaktion nicht zustande, nun, dann gibt es weniger Geld. Aber hier liegt eine große Gefahr drin, denn wenn du die Berater nur an dem Erfolg beteiligst, dann kann es sein, dass sie natürlich zu ihren eigenen Honorargunsten im schlimmsten Fall dann Risiken nun nicht ganz so sichtbar machen, weil sie letztendlich auch den hohen Abschluss wollen. Deshalb, wenn du eine Honorarvereinbarung machst, gerade hier bei der Prüfung, dann solltest du vielleicht andersrum machen. Dann sollten die besonders viel Geld bekommen, wenn die Schwächen finden, wenn die Risiken finden und wenn die auch Gründe finden, die vielleicht dich davon abhalten, eine Transaktion einzugehen. Denn das Risiko ist natürlich wesentlich größer, wenn du das nicht ans Licht gefördert bekommst und ein Unternehmen kaufst, nun, wo die Leichen im Keller sind und du jahrelange Steuerschulden nachzahlen musst oder wo vielleicht das Geschäft fällt und die Bedingungen zu Ende gehen. Deshalb also hier trau dich also auch, die Berater auch dann zu motivieren, die Schwächen aufzudecken und auch das bezahlen zu wollen. Wenn du nun selbst dein Unternehmen verkaufsfertig machen willst, also einen Buy-Side-Due-Diligence-Prüfung haben willst, dann können wir dich unterstützen, damit du einen möglichst hohen Verkehrs- und Unternehmenswert hast und Verkaufspreis dann auch aushandeln kannst und die Gegenseite wenig findet. Auf der anderen Seite aber auch, wenn du da ein Unternehmen kaufen willst, wenn du dich beteiligen willst, nun, auch dann können wir die ganzen Risiken und den tatsächlichen Wert ermitteln, sowohl aus den Zahlen, aber auch aus der Substanz und wenn es vorhanden ist, natürlich auch die ideellen Werte. Gerne kannst du dazu einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch und wir können dann Teams zusammenstellen aus unseren über 40 vorhandenen Beratern, die dich dann begleiten.
Gerne aber kannst du jetzt unseren Kanal abonnieren oder weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.